Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute gibt es bei mir wieder Zwetschgen, die verarbeitet werden, die wirklich sehr günstig im Angebot waren. Und das war bei mir so 1400 Gramm ungefähr. Und ich stand auch wirklich Zwetschgen dran und nicht Pflaumen. Was ist denn hier? Mal eben schnell rausgesucht. Also wie gesagt, Zwetschgenmus in meinem Fall. Das ist ein Rezept aus der Rezeptwelt. Kann ich euch verlinken, habe auch nur eine kleine Abwandlung. Und zwar ist es angegeben, ein Zwetschgenmus oder Pflaumenmusgewürz, das habe ich nicht. Bei mir kommt vor allen Dingen Zimt und Vanillepaste auch wieder dran. Die habe ich ja auch selbst gemacht. Man könnte natürlich auch einfach ein bisschen Vanilleschote reingeben. Oder es gibt ja auch diese Päckchen mit Vanillemark. Und ich denke, das ist eher künstlich, aber naja. Ist dann so. Also, ich habe mir auch schon die kleine Fleißarbeit hier geleistet. Und zwar 1300 Gramm Pflaumen oder Zwetschgen sind es jetzt nach dem Entsteinen. Und die Steine habe ich ja auch aufgehoben. Das habe ich ja schon mal bereits gesagt. Hebt die Steine auf, da kommt noch ein Rezept. Das dauert aber noch, weil das braucht ein bisschen. Aber die kann man einfrieren. Also, ich habe heute die Ladung, aber im Tiefkühler habe ich auch schon welche, die auf ihren Einsatz warten. Also 1300 Gramm. Und die werden für 6 Sekunden auf Stufe 6 zerhäckselt. Und ich habe hier auch schon einen ganzen Schwung Gläser. Ich kann das immer so schlecht abschätzen. Deswegen, ich habe immer zu viele Gläser, die ich schon mal jetzt mit kochend heißem Wasser gefüllt habe. Das bleibt ein bisschen stehen. Und wird dann einfach über Kopf gleich auf ein frisches Handtuch gestellt und dann ist das sterilisiert. Also, halt den Deckel hier weg, sonst misst er nicht richtig. 200 Gramm Zucker. Im Rezept steht ein gestrichener Teelöffel Zimt. Ja, da ich jetzt allerdings dieses andere Gewürz nicht habe und ich liebe es einfach sehr zimtig, wird das bei mir ein gehäufter. Hinzu kommt 30 Gramm Amaretto und da kann ich sagen, da ist mir jetzt so ein Schwupp reingekommen, da bin ich auch wirklich großzügiger und bei mir werden das 50 Gramm Amaretto. Und das wird ja jetzt gleich eingekocht, also der Alkohol verfliegt. Bei uns essen da aber auch keine Kinder von, deswegen, ja, ihr lasst natürlich weg, wenn ihr das nicht wollt. Und hinzu kommen 2 Teelöffel, also da kommt ja immer noch hier, das zieht sich ja so in Fäden. Deswegen, das ist schon ziemlich großzügig. 2 Teelöffel Vanillepaste. Ja, hören Sie mal auf, hier die Fäden zu ziehen. Mann. Und ich gebe hinzu den Saft einer halben Zitrone. Also ist auch ein bisschen mehr als im Originalrezept. Und die ganzen Zutaten werden jetzt für 3 Sekunden, ach, das ist hier viel zu weit gedreht, auf Stufe 3 verrührt. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und zwar ohne den Messbecher, denn der Wasserdampf soll entweichen. Das soll ja richtig zum Mousse werden und nicht so suppig bleiben. Und es ist ja kein Gelierzucker oder sowas drin. Ne? Also für 25 Minuten auf Varoma, also volle Pulle und auf Stufe 1. So ist es angegeben. So probiere ich es auch. Und da steht, man könnte also jetzt 20 Minuten und dann nochmal abschmecken, ob es vielleicht noch ein bisschen süßer werden soll. Ich hatte allerdings ein paar sehr reife Pflaumen auch dabei. Oder Zwetschgen. Und da bin ich mir sicher, das muss jetzt nicht zu süß werden. Ja, und wie gesagt, kein Deckel. Das wird aber gleich ja richtig blubbern. Und deswegen gebe ich mir einfach diesen Spritzschutz drauf. Und ihr könnt natürlich das Garkörbchen drauflegen oder was ihr habt. Bei mir klappt das ganz gut mit diesem Ding. Ja, also das war schon alles. Also überschaubar von den... Gut, Amaretto habe ich eigentlich immer zu Hause. Ja, eigentlich immer zum Backen oder für Desserts. Ja, sagt sie. Nein, wirklich. Ja, Zimt ist immer da. Wie gesagt, Vanillepaste, die habe ich halt eigentlich. Man könnte aber Vanilleschote auch nehmen, aber das ist auch so teuer. Naja, und Zucker gibt es ja Gott sei Dank noch. Ne? Ja,
Also durchaus Sachen, die man alle bekommt. Ja, und wie gesagt, die Gläser, die sammle ich ja schon immer das ganze Jahr für, ja, für die Zeit, wo es hier ums Einkochen und haltbar machen geht. Ja, also 25 Minuten Zeit und ich gieße jetzt gleich hier meine Gläser ab und stelle sie auf ein Handtuch, also damit es ablaufen kann, das Wasser. Also so einfach, so schnell. Das Einzige, was wirklich Arbeit macht, wenn man es so nennen möchte, ist halt einfach das Entsteinen der Pflaumen. Und wie man hier hört, das kocht wirklich richtig blubbernd. Und also ohne Spritzschutz wäre es da nicht mehr so weiß und rein. So, nun ist es soweit. Also meine Gläser habe ich hier schon auch abtropfen lassen. Stelle mir die schon mal bereit. Und natürlich, wie immer, mein Trichter, weil ich einfach nicht treffe. Dafür brauche ich immer den Trichter. Und ja, wie man hier sieht, das hat ordentlich übergekocht. Da muss man wirklich einen Spritzschutz drauf geben. Und das kocht noch immer richtig blubbernd hier. Also aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt oder dass es einen so anspritzt. Ich verschließe mir direkt die Gläser und die werden wie immer für 20 Minuten auf den Kopf gestellt. So. Und sie sollen natürlich auch im Vakuum ziehen, damit das natürlich auch alles schön lange haltbar ist. So, weil so viel Zucker ist ja auch nicht dran mit 200 Gramm. Also das ist jetzt meine Ausbeute. Ja, jetzt nicht riesengroß, ne? Aber eigentlich hat es einfach auch gar keine Arbeit gemacht. Außer das Pflaumen entkernen. Aber ach, das ging eigentlich auch ziemlich schnell. Ja, ich lasse das 20 Minuten auf dem Kopf stehen, dann werden die umgedreht und dann sind die auch haltbar, sicherlich bis ins Frühjahr auf alle Fälle. Ja, aber hier gibt es natürlich noch die Geschmacksprobe, aber das ist in den nächsten Tagen einfach nur, also werde ich einfach nur auf einem Toastbrot mal die Geschmacksprobe machen, aber ich habe damit vor, nämlich, dass ich Buchteln machen möchte und mit diesen Pflaumenmus als Füllung. Ja, also erstmal darf das jetzt abkühlen und dann geht es hier weiter mit der Geschmacksprobe. Hallo, wieder zurück. Also, heute gibt es die Geschmacksprobe von meinem Pflaumenmus. Also, das Pflaumenmus ist natürlich nicht hart geworden. Also, das ist aber super zu verstreichen, gerade auf so. Ich war nämlich gestern auf dem Herbstfest bei Bauer Emde in Iserlohn. Das ist im Sauerland. Das ist so ungefähr 20 Kilometer von mir entfernt. Und ja, da gab es, also die sind berühmt für diesen Bauernstuten mit Rosinen. Oh, mit sehr viel Rosinen. Auch die Rosinenbrötchen, die sind so unglaublich lecker. Gut, die verdienen sich eine goldene Nase damit. Da kostet ein Rosinenbrötchen 1 Euro, aber die sind wirklich richtig gut. Die Leute haben das weggeschleppt in Riesentaschen. Förmlich. Etwas übertrieben. Aber ich musste auch zum Auto gehen, um erstmal hier die Ladung wegzubringen. Ja, also Rosinenstuten nicht von mir gemacht. Habe ich schon selbst gemacht. Schmeckt auch super. Ist dann immer nur das Problem, dass es am ersten Tag so super schmeckt. Am zweiten okay. Und am dritten ist es eigentlich so dröge. Da muss man schon in den Kaffee rein titschen. Ja. Ja, ich höre mich nur so verschnupft an, weil bei mir jetzt noch früher Morgen ist. Und wegen der Allergie höre ich mich da immer so an. Ich bin nicht krank. Ich meine, gut, es könnte euch auch egal sein, aber ja. Also, wie gesagt, dieses Pflaumenmus ist nicht so wie eine Marmelade, so hart. Aber es ist auch kein Gelierzucker drin. Also deswegen ist das jetzt auch nicht verwunderlich. In Verbindung mit dem Rosinenstuten. Also da kann ich mir jetzt auch richtig vorstellen, die Buchteln, die ich ja immer noch machen möchte, ja, dass die mit diesem Pflaumenmus wären ja auch perfekt. Weil hier dieser Rosinenstuten ja auch so ein fluffiger Hefeteig ist. Das ist mal nicht so süß. Und das ist genau richtig. Denn gerade, also bei diesem Rosinenstuten, der ist ja auch schon süß. Und da wäre mir jetzt wirklich so eine knallsüße Marmelade echt zu süß.
Also, wer es süßer mag, müsste mehr Zucker reingeben. Für mich ist es genau richtig. Ja, dazu dann noch hier mein Latte Macchiato. Ja, und dann ist ein Sonntagmorgen perfekt. Ja, ja, also, ich lasse mir das so in Ruhe schmecken. Und zusammen mit meinem Kaffee. Ja, kann es euch total empfehlen. Und dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen. Gerade jetzt so in der Pflaumenzeit. Tschüss!